Hallo, ja, willkommen zum neuen Video bei Garten und Genießen. Ja, was steht heute an? Wir werden heute eine Mähkante machen für den Rasen. Ja, dass man ein bisschen besser mit dem Rasenmäher durchkommt. Und zwar möchte ich die machen, ohne zu betonieren. Also ich tue die nur ausbuddeln und auf Split legen, die Steine. Und ja, warum ich die nur auf Split lege, das gibt's dann, erkläre ich euch dann nach dem Video. Ja, die Kante, ja, die soll jetzt hier rumgehen, um die Büsche rum. Ja, da vorne vorbei. Ja, dann geht es da ganz hinter am Grill vorne vorbei und rüber bis zu meiner Holzwand. Ja. Und ja, die möchte ich jetzt mal in dem Video legen. Ja, ich hoffe, euch wird es gefallen. Ihr seid, bleibt dabei. Und ich würde sagen, dann legen wir los. Hier habe ich ja hinterhalb meine Büsche und Sträucher dort. Da muss man natürlich zuerst mal meine Linie anzeichnen oder wie ich die Steine legen möchte. Also die Form. Ja, weiter vorne dann Richtung Grill. Ja, da habe ich dann ja so Randplatten dort, also da ist dann eine Gerade. Ja, da brauche ich nicht mehr anzeichnen. Da lege ich dann bloß die Steine und da abstechen. Ja, ich habe jetzt hier so einen Rasenabstecher und mit dem zeichne ich mir jetzt zuerst mal die Form an, wie ich es haben möchte. Ja, die Form habe ich mal ein bisschen so abgestochen. Nicht abgestochen, angezeichnet. Ja, zum Abstechen geht es jetzt. Ja, ich steche mir jetzt bloß einmal die Linie darüber ab. Ja, bis zu meinen Randplatten hin. Da habe ich dann noch gerade Flächen. Und ja, da habe ich dann noch einen Anschlag. Und später lege ich dann meine Steine hin und dann tue ich die vordere Seite abstechen, dass ich die Steinbreite habe. Gut. Ja, jetzt haben wir einmal bei den Büschen abgestochen. Ja, jetzt hole ich mir ein paar Steine und dann lege ich mir so drei Steine. Das werde ich mir hinlegen und dann kann ich vorne abstechen. Und dann geht es gleich komplett durch jetzt bis zur Holzwand vor. Thank you.
Ja, und so mache ich jetzt die ganzen Reihen durch. Also ich gehe jetzt beim Abstechen nicht ganz an den Stein, sondern ich lasse noch 1-2 cm Luft. Ein bisschen Spielraum. Wenn irgendwas wieder schief ist, wenn man ein bisschen Spielraum hat. Und die Steine ein bisschen verschieben kann. Ja, jetzt geht es ans Ausstechen. Ja, ich habe da so eine Gartenschaufel, so eine kleine. Der Spaten ist mir zu breit. Wer natürlich jetzt eine neue Anlage macht, kann natürlich auch einen Spaten nehmen und den ganzen ein bisschen breiter machen. Aber ich möchte es nicht zu breit ausstechen, muss ich alles wieder auffüllen. Also mit der Schaufel. Meine Steine sind 4 cm dick. Ja, ich gehe jetzt so 6-7 cm tief, dass ich unten ein bisschen Split reinkriege. Geht ja nicht so genau. Jetzt habe ich meinen Graben ausbuddelt. Ja, vorne weg jetzt. Rundherum. Naja, vorne am Grill bin ich jetzt nicht vorbeigegangen. Zuerst habe ich mir gedacht, ich mache da auch noch so eine Mähkante, aber ich glaube, das wäre zu viel. Ich möchte innen drin eh nochmal neu auspflastern. Und warum dumm nochmal eine Kante, wenn es dann sowieso eine glatte Fläche wird? Naja, dann geht es vorne rum noch. Noch vor bis zur Straßenseite. Ja, jetzt könnte ich eigentlich schon pflastern, also Split rein und die Steine setzen, aber ja, ein paar Steine muss ich immer schneiden. Das mache ich heute nicht mehr, da fange ich heute nicht mehr an, das staubt immer so. Da bin ich so eingestaubt. Dann machen wir jetzt morgen weiter. Tag. Ja, also ich fange jetzt an, die Steine zu setzen. Den ersten habe ich ja schon mal zugeschnitten. Der kommt an mein Bett, an meiner Betonmauer. Ja, der erste Stein. Ja, ich habe hier ziemlich viel Kurven drin. Also ich kann jetzt hier keine Schnur spannen. Wäre das ideale Schnur. Das nächste ist, mein Gelände ist jetzt nicht so gerade, also das ist ja auch nicht im Wasser. Ich werde jetzt meine Steine ein bisschen mit der Wasserwaage setzen, dass die also nicht im Wasser sind, aber ein bisschen gerade verlaufen und nicht immer so wellig dann aussieht. Und bei der geraden Seite dann, da nehme ich dann eine lange Metalllatte. Ja, ich würde sagen, legen wir los.
zuerst mal ein bisschen Split. Passt schon so. Ja, und so lege ich jetzt mal weiter und wir sehen uns wieder zwischendurch. Bei meiner geraden Seite, da habe ich jetzt mal ja, in der Mitte einen Stein reingelegt. Ja, meine Metalllatte ist nicht ganz so lang. Die geht nicht bis rüber. Ja, bis zur Bordkante vom Grill. Dass ich ungefähr, das ist ja nicht im Wasser, das ist bloß, dass ich ungefähr ein gleiches Gefälle zusammenkriege. Ich habe dann meine lange Alulatte draufgelegt mit der Wasserwaage, bis ich geschaut, dass das Gefälle ungefähr gleich ist. Ja, und so fange ich jetzt von vorne wieder an und lege mal bis zur Mitte ungefähr und da immer mit der langen Metalllatte immer schauen, dass ich keine so Delle drin habe. Meine Rasenkante ist fertig. Ja, das ist jetzt vorerst mal die letzte Rasenkante, die ich mache. Ich wollte vorne an der Einfahrt noch, aber ich habe keine Steine mehr und das mache ich vielleicht mal später. Ja, so sieht es jetzt aus. Ja, die geht jetzt von da vorne darüber und dann hinten um die bis zur Straßenseite. Wie gesagt, vorne mache ich vielleicht später mal eine runter. Ich habe jetzt schon das ganze Grundstück gemacht. Also vorne bei meinem Blumenbeet
komplett drüber. Ja, dann geht es hier bei der Terrasse weiter. Ja, es geht vorne links um Kurve und dann wieder bis zur Einfahrt runter. Ja, warum habe ich jetzt die Rasensteine oder die Mähkanten jetzt auf Split gemacht und nicht betoniert? Ich meine, gut, sicherer oder stabiler wäre es natürlich mit Beton unten drin. Aber ich wollte es nicht und ich zeige euch mal warum. Ich habe jetzt hier vorne habe ich meine neue Mähkante. Und ihr seht schon, hinterhalb ist noch eine alte dort. Ja, die habe ich früher abgelost. Ich glaube nicht einmal auf Split gesetzt, sondern nur einfach in die Erde rein. Da habe ich glaube ich gar nichts unten drin. Die hat sich auch nicht viel gesetzt oder eigentlich fast gar nicht. Also die ist eigentlich noch ziemlich gut drin. Ja, das Einzige, was natürlich jetzt ist, ich muss die natürlich rausmachen. Hätte ich die jetzt betoniert, hätte ich das erste Problem. Ich könnte den ganzen Beton alles rausreißen, das Zeug wegschmeißen. Das habe ich jetzt da nicht. Ich kriege die Steine jetzt leicht raus. Meine Frau wollte ja ein breiteres Beet haben. Und das nächste ist der Rasen. Ja, ich tue ja Rasen mulchen. Jetzt sind wir wieder da. Ja, wenn jetzt ich meine Kante mit dem Rasen bündig habe, ja, irgendwann wird der Rasen mal nur gemulcht oder er wird einmal gesandet. Der wächst dann und dann ja, wird er immer höher ein bisschen und der geht dann über die Mähkante drüber und ist dann nicht so schön. Ist immer beim Mähen ein bisschen so uneben dann. Und so kann man halt auch mal, soll sie was setzen oder irgendwas mal zu hoch werden, kann man die Platten wieder rausmachen und kann die ein bisschen, ja, unten wieder Split rein, kann die wieder angleichen. Deshalb habe ich die jetzt ja, nur auf Split gelegt und die halten genauso. Auf der anderen Seite, ich glaube die anderen sind schon 25 Jahre drin, passiert nichts. Nur sind die Steine ein bisschen schmaler. Ich habe jetzt 16 cm Breite, sind ein bisschen besser. Ja, warum habe ich die 16 cm Breiten? Ja, wer weiß, was später mal kommt. Kommt einmal ein Mähroboter. Dann kann ich mein Führungsdraht oder Begrenzungsdraht kann ich dann direkt neben die Steine legen. Ich brauche später nicht Angst haben, dass ich mal irgendwie ja, beim Vertikutieren da den Draht erwische, weil die ja, Steine dann breit genug sind, da kann der Mähroboter gut drauf fahren. Jo, das war's jetzt mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich über ein Abo und ja, einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wir sehen uns dann ja, zu meinem nächsten Projekt. Und das wird den Rasen wahrscheinlich neu ansehen. Und ja, ich habe jetzt bei meinen Pflanzsteinen noch ein bisschen Unebenheiten, die sind teilweise ein bisschen höher und Unebenheiten, die muss ich vorhin ausgleichen. Ja, das ist aber dann im nächsten Video, wenn ich den ja, Dings neu mache, da den Rasen neu anpflanze oder neu ansehe. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos.